Ja, wir befinden uns hier jetzt gerade in den Zeise-Kinos und haben einen sehr interessanten Film von Ihnen präsentiert bekommen. Doors oder Türen. Und vielleicht mögen Sie sich gerade mal vorstellen. Ja, ich bin Henning Geißer, ich bin der Protagonist. Der Hauptdarsteller sozusagen in dem Dokumentarfilm. Genau, um ihn geht's. Und ich bin Claire Walker. Ich habe die Regie geführt und Henning sozusagen entdeckt. Ja. Mein Name ist Oliver Eckert. Ich bin für die Bildgestaltung verantwortlich. Mhm. Ja, also ich fand den Film auch einer der besten, die heute Abend liefen. Vor allem, was mich fasziniert hat, ist das, was Sie, dass Sie sowohl als Türsteher als auch aus dieser Erfahrung heraus in therapeutische Ideen, also dass Sie Ihr Wissen in therapeutische Ansätze hineinfließen lassen, um Menschen da zu unterstützen, weil ich finde das ganz wichtig, gerade wenn man selbst so Erfahrungen aus der Szene hat, dass man da sehr viel glaubwürdiger dann den Menschen auch unterstützend helfen kann. Das stimmt, ja. Aber ich merke auch da jeden Tag, wenn ich nicht die Erfahrung von beiden Seiten hätte, also sowohl die pädagogische Ausbildung als auch die Alltagserfahrung vom Kiez, dass ich nicht weit kommen würde. Man braucht wirklich die Sicht von beiden Seiten. Mhm. Ja, aber gerade diese Erfahrung, das fand ich in dem Film so das Spannendste, dass das so ineinander fließt und dass sie dieses Wissen da anbringen. Ja, ich will es mal so sagen, einer, der nur studiert hat, auf dem Papier, wie psychisch kranke oder hilfsbedürftige Menschen sind, der kann mit Sicherheit aus meinem Empfinden heraus nicht so diesen Menschen auf den Weg helfen, als einer, der wirklich auch in derselben Szene zu Hause gewesen ist. Ja. Ja, und vielleicht mögen Sie noch mal erzählen, also einmal wie der Film hieß, der hieß ja Doors oder Türen. Und wie sind Sie dazu gekommen und was hat Sie inspiriert, diesen Film zu machen? Also das erste war eben die Begegnung mit Henning, der bei einer Art Slam, wo man mit Begriffen, die gewürfelt werden, Texte schreiben muss, für mich halt irgendwie spannend war. Und ich dachte auch, das ist einfach so ein Typ. Und dann habe ich halt so mit ihm Kontakt aufgenommen und dann habe auch erfahren, er wird jetzt auch Erzieher. Das war zu der Zeit, war er noch in der Ausbildung. Das hat sich dann immer so ein bisschen gezogen, wie das bei Filmen immer ist, auch mit der Finanzierung. Ja, und dann eben wusste ich irgendwann, ich mache den Film und dann, ja, einfach weil er halt diese Doppelfunktion eben einmal an der Tür stehen und dann eben auch in diesem Bereich der Suchthilfe zu arbeiten. Genau, das war für mich dann so eigentlich der Punkt, den Film zu drehen. Mhm. Ja, das finde ich sehr spannend. Ja, und Sie haben als Kameramann da auch exzellente Bilder zugeliefert. Ja, das war sozusagen mein Revier. Ich bin da heimisch auf dem Kiez und bewege mich da seit einigen Jahren und fand es dann jetzt so auch nochmal spannender, da in einen Blick hinter die Kulissen der Clubs zu bekommen, in Begleitung von Henning, dem unserem Türsteher und Türsteher-Lesung, Poetry Slammer könnte man sagen. Claire kenne ich seit einigen Jahren. Wir haben auch schon mal eine Kinotour mit zwei Kurzfilmen zusammen gemacht und so kam es dann zu dieser Zusammenarbeit und das war sehr schön und tolle Einblicke und es ist einfach ein legendärer Ort, für den ich mich auch sehr interessiere. St. Pauli in Hamburg. Ja, ich persönlich meide dieses Viertel so ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es ja so einer der interessantesten Stadtteile, genauso wie St. Georg, was ich wiederum sehr gut kenne. Ne? Ja, es war jetzt natürlich auch während Corona extrem. Also ich habe auch einmal für einen jetzigen Film dort halt gedreht, als da wirklich absolut nichts war. Und es ist so... Also wenn man halt das so vergleicht, diese Menschenmassen, die da und diesen wahnsinnigen Müll jede Nacht produzieren und dann plötzlich nichts mehr. Also für die Müllberge war Corona gut, aber es ist schon einfach heftig, auch so einen Ort so ausgestorben zu sehen. Ja, und wie war das für Sie, das jetzt so zu erleben, was wir ja eben schon angesprochen haben, diese Vielschichtigkeit des Haupt
Protagonisten, weil man hat ja so im Hinterkopf, wenn man mit der Türsteher-Szene, so wie ich habe ja damit eigentlich nichts zu tun, weil ich eher auf Veranstaltungen gehe, wo es das nicht gibt. Ne? Es gibt sogar in Hamburg, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber es gibt in Hamburg sogar Diskotheken oder gab Diskotheken, wo Türsteher gar nicht nötig waren. Da war es immer friedlich und ruhig. Und sowas gibt es auch, ne? Ja, also ich glaube, sicher ist auch zum Beispiel bei Molotow die Lage mitentscheidend, weil halt einfach so die Reeperbahn der Kiez die Betrunkenen anlockt und so weiter. Ja. Aber ja, es ist halt auf jeden Fall, was wir ja auch zeigen wollten, oder da spielt ihr ja bei den Lesungen auch mit, ist, dass man halt denkt, Türsteher, das sind irgendwelche hohlen Deppen. Da habt ihr ja auch ein Buch, das heißt, glaube ich, Dumm und Brutal. Und darum ging es natürlich auch. Und deshalb so die Anfangsszene soll natürlich so ein bisschen noch vermitteln, so ein Klischee vermitteln. Und dann merkt man so, ja, das ist ja ein Mensch mit Hintergrund, mit einer großen Feinfühligkeit, der die Menschen irgendwie beobachten kann, der wirklich was Pädagogisches reinbringt in so einen Job, wo man auch einfach so nur durchgreifen könnte und sagen können, hau ab so, du hast dich schlecht benommen. Und der halt dann, das fand ich sehr spannend, dass er halt irgendwie wirklich auch in so einem Job den Wunsch hat, dass die Menschen mit was nach Hause gehen, vielleicht mit einer neuen Erkenntnis oder auch mit so einer neuen leichten oder einen Ansporn für eine soziale Kompetenz bekommen. Dadurch, dass der Türsteher ihnen nochmal erklärt, warum sie rausgeschmissen werden. Ja, also das ist gut. Ich war eigentlich schon erzieherisch tätig, schon vorher, ne, bevor ich die Ausbildung gemacht habe. Das kann man so sagen, ja. Ja, ja gut. Wir werden das dann gleich auch nochmal besprechen. Vielleicht dann die Website unter den Film. Dann sage ich erstmal schon mal ganz herzlich danke. Es sei denn, Sie wollen nochmal Schlusswort sagen. Ja, einfach auch danke. Und genau, weil hier gehen, glaube ich, gleich die Lichter aus. Gut, Dankeschön.